Ja, sie hat mich verloren. Tracking beendet. Sie hat mich verloren. Verloren. Ach du Scheiße. Das ist super. Haben wir wieder den Salat. Also bei DJI geht nichts. Geht nichts, klar. Jetzt versucht sie natürlich direkt zu landen. Und da sind natürlich eine Menge Bäume dazwischen. Bin ja gespannt auf das Kommando, ob sie das schafft, direkt da zu landen. Zack, das war's. Wenn Männer spielen, sind sie gesund und das können sie natürlich auch im Wald. Heute geht es nämlich mal mit der DJI Mini 3 Pro direkt in den tiefen Wald. Grund dafür ist, ich möchte mich mal mit der DJI Mini 3 Pro an meinem Mountainbike tracken lassen. Und das soll sie eigentlich relativ gut machen, aber ich verlasse mich natürlich nicht auf Kommentare oder Videos. Ich will das selber probieren und das machen wir heute mal gemeinsam. Ich lasse euch da mal direkt mit dran teilhaben. Und es ist warm, also definitiv 25 bis 27 Grad auch im Wald. Und wie sich die kleine DJI Mini 3 Pro verhält, ob sie wirklich durch die Bäume durchfliegt, beziehungsweise was sie so für Spirenzchen macht, das seht ihr jetzt in meinem Video. Nicht vergessen, liken und den Kanal abonnieren. Vielen Dank dafür und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Als erstes natürlich klar, Drohne anmachen. Ohne Drohne anmachen funktioniert nichts, nix und niente nothing. Ich habe schon festgestellt, in der Probierphase, also wo ich das Ganze hier ausprobiert habe, ist die schon relativ heiß geworden. Wir haben heute eine Temperatur so zwischen 25 und 27 Grad. Im Wald ist es eigentlich noch ein bisschen kühler, dachte ich. Aber an den sonnigen Stellen ist natürlich auch nichts. Frisch und kühl. Und ja, sie war ungefähr 10, 15 Minuten im Betrieb. Dann war das Akku leer beim Probelauf. Und ja, war schon ziemlich heiß. Aber wir gucken mal, ob sie passt, ob sie durchhält. Die kriegt ja jetzt ein bisschen Luft, wenn sie fliegt. Und das probieren wir jetzt mal ganz genau. Jetzt stellen wir uns erstmal den Controller direkt ein auf Aufnahme, dass das Ganze sozusagen mitschneidet im Controller. Und dann muss man natürlich gucken, ob hier quasi jemand auf der Strecke ist. Weil es ist natürlich ganz wichtig, dass dir keiner entgegenkommt. Menschen mit Hund oder Spaziergänger oder andere Fahrradfahrer wäre natürlich doof, weil manchmal reicht die Zeit nicht, um die dann zu warnen, dass hier sozusagen eine Drohne hinter dir hinterherfliegt. Aber sieht ganz gut aus und das Stückchen, das Waldstückchen, ist auch relativ verlassen. Also wir hoffen mal das Beste. So, dass es passt. Zack. Okay, gut. Dann ist nur noch eins dran. Kommt keiner. Und zwar mich so ein bisschen zu tracken. Was sozusagen bedeutet, die Drohne bewegt sich, folgt mir. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen mit der DJI Mini 3 Pro. Auf geht er. Kommt sie? Jawohl, sie verfolgt mich absolut akkurat. Ist natürlich ein bisschen doof hier auf dem Sandweg. Aber wir müssen mal durch. Modus ist bei der DJI auf normal eingestellt. Ich probiere hier auch kein Risiko einzugehen mit irgendwelchen Bäumen oder Hindernissen. Die soll mich einfach nur auf dem Track folgen. Das reicht mir schon. Ich höre sie noch hinter mir. Ja, ist noch da. Der Weg sieht ganz gut aus. Keine großen Hindernisse im Weg, was ich auch nicht so mag. Aktuell sind wir bei 12 bis 15 km/h, wo sie eigentlich im Normalmodus definitiv entspannt folgen müsste. Was ja sozusagen auch so ist, weil ich höre sie noch. Und hier wird es ein bisschen komplizierter. Hier fahren wir mal direkt durch zwei Büsche durch. Mal gucken, ob sie dann noch da ist. Aber ich höre sie noch. Oder ich habe ein Rauschen im Ohr. Das weiß ich nicht. Ich höre sie auf alle Fälle noch. Hab ein bisschen Schiss wegen meinem Zeug, weil das liegt natürlich jetzt direkt im Wald. Und wenn diverse Spaziergänger denken, da ist keiner mehr, nicht, dass sie dann meinen Rucksack mitnehmen.
wäre auch nochmal eine neue schöne Kamera mit dabei. Wäre sozusagen heute ein Jackpot. Aber wir vertrauen auf das Gute im Mensch. Und ich denke mal, es funktioniert. Oh, sie ist noch da. Und sie verfolgt mich absolut akkurat. Also schöne Geschichte. Muss man ehrlich sagen. Hier gibt es erstmal soweit keine Probleme. Der Trail ist auch super. Also du hast mal kleine Berge, mal relativ große. Aber im Land Brandenburg natürlich immer das Problem Sand. Und das merkst du dann auch auf diesen Trails, dass alles komplett bei Trockenheit natürlich versandet ist. Jetzt bleiben wir mal ein bisschen entspannter hier. Natürlich doof, wenn die jetzt stehen bleibt. Ja, sie hat mich verloren. Tracking beendet. Sie hat mich verloren. Irgendwelche Büsche. Irgendwelche Büsche. Mal gucken, ob sie mich wiederfindet. Ob sie mir folgt. Nein. Sie steht nur umher. Verloren. Zack, das war's. Und da der Controller natürlich in China ist, beziehungsweise gefühlt 20 Kilometer weiter weg, fahren wir natürlich jetzt mit Drohne und Gimbal wieder zurück. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, wie man ja auch auf dem Controller-Mitschnitt gesehen hat, die Drohne hat das Signal verloren, was natürlich daran gelegen haben kann, dass ich den Controller nicht mitgenommen habe, sondern ihn am Startpunkt belassen habe. Übrigens, eine kleine Checkliste zum Tracken im Wald habe ich euch mal hier in meiner Videobeschreibung verlinkt. Weiterhin bekommt ihr da auch noch 150 verschiedene Mega-Zubehörartikel für eure Mini-3-Drohne. Wer Lust hat, einfach mal reinschauen, aber jetzt kommen wir zum Versuch Nummer 2. Und jetzt wurde es noch schlimmer. Tracking, DJI Mini 3 Pro. Wir waren erstmal ganz entspannt einen ruhigen Waldweg. Ohne jetzt groß Berge und andere Geschichten. Uff, müsste eigentlich ihren Job machen. Normalerweise. So. Also die Breite stimmt hier auch, denke ich mal, zum Tracking. Ich bin kein Fan, der jetzt sozusagen hier einen Baum nach dem anderen braucht, um die Drohne unbedingt zu testen. Sie soll mich einfach nur am Fahrrad tracken und das bei einer Geschwindigkeit von so circa 15 bis 20 km/h wäre schon absolut easy, wenn sie das so schafft. Ich habe da vollstes Vertrauen. Passt. So. Okay. Drohne ist da, ist auch ein bisschen höher als sonst. Suchen wir uns mal eine schöne Stelle zum Wenden. Die ist definitiv hier vorhanden. Hier kann man schön herumfahren, um dann sozusagen die Drohne wieder im Rücken zu haben, was sie gut macht. Also die wendet mit mir zusammen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Geschwindigkeit. Also ungefähr 15 bis 20 km/h. Aktuell sind wir bei 18 km/h. Mal gucken, was sie macht. Und ich denke mal, sie wird noch hinter mir sein. So, dann wieder rüberfahren. Ich höre sie noch, was ein gutes Zeichen ist. Jetzt geht es den Berg hoch. Da schauen wir mal, ob sie dran bleibt. Obwohl, der Berg wird eher langsamer, weil hier ist wieder viel Sand. Viel Sand heißt viel treten. Und wir müssen gucken, ob die Drohne dran bleibt. Akku habe ich kontrolliert. Wir sind aktuell noch über 70%. Ist natürlich auch wichtig, dass man den Akku immer kontrolliert. Weil sonst will sie im Wald 120 Meter nach oben steigen. Ist denn auch nicht so schön. Sie ist noch da. Sie ist noch da. Und sie folgt mir. Gute Geschichte. Risiko ist halt nur immer, wenn irgendwas ist und dann haben wir die Bäume, dann steigt die Drohne hoch und der Controller, der ist natürlich in weiter Ferne, weil
Ich habe es probiert mit einer Fahrradhalterung für den Controller. Kannst du natürlich beim Mountainbike vergessen, gerade wenn du im Gelände unterwegs bist. Dann ist alles egal in Bezug auf den Controller, der fällt dir ab. Sofern du hier eine Wurzel streifst oder irgendwas anderes machst. Dann habe ich es probiert. Warte mal, jetzt kommt von vorne ein Mountainbiker. Muss man erstmal warnen, dass hier eine Drohne ist. Warte mal. Es bleibt so oben. Vorsichtig ein bisschen, ich habe eine Drohne. Ich habe eine Drohne, nicht dass du da sozusagen rinfliegst. Oder okay. Mal kicken, ob die dich verfolgt. Ja, mal sehen. Nee. Ja, jetzt fliegt die Drohne zurück. Jetzt verfolgt sie ihn. Ach du Scheiße. Natürlich super. Haben wir wieder den Salat. Also bei DJI geht nichts. Geht nichts, klar. Die kommt irgendwie automatisch wieder dann am Startpunkt runter. Wenn sie runterkommt. Jetzt ist die 120 Meter im Hochflug. Fliegt dann aktuell an den Landepunkt zurück. Und hoffe, dass es natürlich bei mir landet. Was jetzt die große Frage ist. Oder sie bleibt irgendwo im Nirgends. Ich mag das nicht. Das funktioniert, dann funktioniert es wieder nicht. Kommt ihr mal ein Radfahrer entgegen, schon dreht die Drohne durch und versucht zu landen. Irgendwo im Nimmerland und ist erstmal weg. Da oben ist sie. Ich sehe sie. Jetzt versucht sie natürlich direkt zu landen. Und da sind natürlich eine Menge Bäume dazwischen. Bin ja gespannt auf das Kommando, ob sie das schafft, direkt da zu landen und vor allen Dingen durch die Bäume durchzukommen. Interessiert mich jetzt mal wirklich, weil hier ist natürlich Baum pur. Kommt nicht durch, doch die kommt. Da muss man echt sagen, DJI Hut ab, die landet. Oh, das ist natürlich krass. Das ist natürlich oberkrass. Akkurat gelandet, zwar jetzt auf dem Busch, aber das ist natürlich ein Hammer. Durch die Bäume durch, hier direkt durch diese Bäume durch und dann wirklich directly gelandet. Ich höre auf zu meckern, also DJI, super Job und ich mache das natürlich nicht, um hier Katastrophen heraufzubeschwören, aber es ist immer so, ob ich im Autohaus fliege, ob ich irgendwo unterwegs bin, was mit der DJI Mini 3 Pro mache, was sozusagen nicht gerade normal ist, immer bekomme ich dann sozusagen die Quittung und irgendwas passiert. Es gab auch im zweiten Versuch das gleiche Problem. Der Controller war einfach zu weit weg und die Drohne hat dieses Mal selbstständig den Heimflug angetreten. Leider ging mein Versuch, den Controller nicht mitzunehmen, nicht auf, aber ich wollte es ja mal für euch testen. Es ist also wirklich nur auf kurze Distanz von maximal 1 Kilometer möglich, sich ohne Mitführen des Controllers beim Biken zu tracken. Dazu kommen natürlich auch noch die vielen Hindernisse im Wald, die den Empfang auch noch hier sehr beeinflussen. Wie schon gesagt, sind die meisten Fahrradhalterungen für den Mini 3 Controller nicht zu empfehlen oder teilweise Schrott. Aber ich habe mich natürlich nach diesen Erfahrungen jetzt mal umgeschaut und eine Halterung rausgesucht, die passen könnte. Wie genau, das erfahrt ihr dann definitiv in den nächsten Videos. Ich höre auf zu meckern. Also das hat DJI natürlich super gemacht. Einfach mal zurückgeflogen, 120 Meter nach oben und dann durch diese Bäume hier, wieder hier gelandet und das nur in einem Abstand von 1,5 Meter zum normalen Landepad. Und ich muss ehrlich sagen, also Respekt. Ich hätte gedacht, ich muss die Drohne wieder irgendwo suchen, beziehungsweise sie geht mir irgendwo verloren. Aber zum Glück ist das Ganze nicht passiert. Es ist wirklich eine coole Sache. Ja, ich bin echt mal jetzt begeistert, weil ich habe weniger Stress. Ich habe einfach keinen Stress, aber ich habe auch keine Lust mehr, direkt jetzt alles nachzutracken und nochmal Waldwege zu fahren und mir nochmal
diesen Stress reinzuziehen. Also es funktioniert, mit der DJI Mini 3 Pro zu tracken. Man muss aber auf Dinge gefasst sein, wie zum Beispiel, dass sie dann einfach aufhört, dich zu tracken, dass sie dann die Höhe verlässt und in den Landemodus zurückkehrt. Was bedeutet, sie hebt einfach ab und landet dann wieder am Startpunkt. Du solltest dir natürlich immer deinen Startpunkt so aussuchen, dass sie ideal landen kann und nicht so wie ich hier direkt unter einem Baum. Aber man sieht ja, die DJI hat es auch gepackt. Sie ist direkt gelandet, also Hut ab. Aber wie gesagt, ich habe für heute erstmal die Nase voll. Ich mag das nicht mehr so mit dem Tracken. Und den Versuch kann man jetzt als gelungen betrachten, aber auch gleichzeitig natürlich mit einigen Problemen. Also so gut arbeitet die DJI Mini 3 Pro dann auch nicht beim Tracking. Sie macht dann öfter mal ihre eigenen Sachen. Vielleicht ist ja schon AI mit dabei. Wer weiß. Ich hoffe, ich konnte euch einige Eindrücke vermitteln, wie die DJI Mini 3 Pro sich im Wald verhält. Dass es nicht immer alles glatt läuft, haben wir natürlich gesehen in diesem Video. Aber eins kann man sagen, auf die DJI Mini 3 Pro bzw. auf die Funktionen ist Verlass abgehoben, dann durch wirklich richtiges dickes Baumwerk wieder gelandet auf dem Boden. Top, kann ich nicht meckern, obwohl ich im Video natürlich viel gemeckert habe, weil ich natürlich erstmal nervös war und nicht wusste, wo meine Drohne auf einmal hinfliegt. In diesem Sinne, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Genauso ist dieses Sprichwort für dieses Video zutreffend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.